Yo, Leute, Servus, ich bin's, euer Marvin und willkommen zu Need for Speed Payback. Ja, ich werde Need for Speed Payback Let's Playen für euch. Und zwar das Ganze ein halbes Jahr nach Release erst. Von daher relativ spät. Aber egal. Ich lasse mir trotzdem nicht den Spaß daran nehmen, es euch zu präsentieren, das Game, weil es ist doch schon ein relativ geiles Game, besonders die Tuning-Möglichkeiten, ne? Dafür ist Need for Speed ja bekannt. Warum es so spät das Let's Play kommt, hat ja den ganz einfachen Grund, dass meine PlayStation ja weg war. So. Ich habe ja jetzt eine komplett neue bekommen, wo ich die Daten nicht mehr übertragen konnte, weil die andere wurde ja bei Sony behalten. Von daher muss ich jetzt jedes einzelne Spiel, zumindest den im Singleplayer, von vorne anfangen. Und jetzt habe ich mir so gedacht, ach komm, bevor du am Anfang wieder ein bisschen für dich so alleine zockst und dann am Ende den ganzen Spielstand löschst, was einfach nur reine Zeitverschwendung wäre, nehme ich euch doch einfach mal direkt mit. So, von daher, ich habe das Spiel jetzt angeschmissen, Aufnahme gestartet und hier sind wir. Und ja, ich freue mich. Ich bin ehrlich, ich freue mich. Need for Speed Payback. Generell die Need for Speed Reihe ist eine sehr geile Reihe, besonders rennspielmäßig bzw. automäßig. Ich bin ja ein sehr großer Autofan. Von daher kein Wunder, dass ich diese Reihe mag und liebe. Und ja. Ich werde mit euch die Story durchspielen. Kleine Info am Rande nochmal. Die ganzen DLCs habe ich nicht. Beziehungsweise noch nicht. Es kann möglich sein, dass ich mir die noch im Verlaufe des Let's Plays holen werde. Das werde ich euch dann aber auch sagen. Denn ja, ich bin noch da so ein bisschen zwiegespalten. Klar wäre es schon geil, dass ich dann das Speedcross-Update und halt den Mini Cooper und den Infiniti dazu habe, weil es halt nochmal die Story ein kleines bisschen erweitert um eine Meisterschaft, beziehungsweise ich weiß nicht, inwiefern es die Story beeinflusst, ich glaube eher weniger. Da bin ich mir halt noch nicht so ganz sicher, wie das abläuft mit dem Speedcross. Und dann noch die beiden neuen Autos, halt den Aston Martin DB5 und den Pontiac Firebird, die auch kostenpflichtig sind. Es kann sein, dass ich mir die im Nachhinein holen werde, allein für nach der Story, weil dann kann ich euch jetzt schon mal sagen, wird es Kabels geben. Kabels sind halt die Sachen, wo wir das Auto halt fahren, auftunen und dann am Ende noch mal fahren, wo wir dann ein bisschen Leistung verbessern. Also das heißt sozusagen Stock aufbauen, vom optischen her Leistung reinballern und noch mal fahren. Und das halt sozusagen mit jedem Auto in ganz Payback. In allen unterschiedlichen Klassen. Und zwar könnt ihr das bestimmen, liebe Zuschauer. Am Anfang natürlich das erste Auto, bitte nicht beschweren, das muss von mir sein, weil ich kann euch da noch nicht abstimmen lassen, beziehungsweise klar könnte ich das, aber das erste Auto entscheidet einmal ich, danach könnt ihr es gerne abstimmen. Einen Moment. Aber musste ich kurz husten, weil ich bin noch ein bisschen angeschlagen, aber das soll jetzt ja nicht daran hindern, das Ganze hier zu spielen. Und ja, online wird es auch irgendwann kommen. Alldrive ist ja jetzt drin. Es war noch relativ mäßig gehalten, mit nur den paar Aktivitäten mit Speedtraps, Driftzonen und sowas und rumfahren. Bin ich am noch am überlegen, ob ich das auch schon machen werde. Und diese Spielelisten. Speedlist heißen sie, sorry. Da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, weil davon halte ich eher weniger, weil es keinen richtigen Rang hat, keine richtige Rangliste sozusagen. Ja, aber erstmal soll es sich ganz um die Story drehen und dann zwischendurch vielleicht mal ein bisschen Multiplayer folgen. Mit euch unter anderem vielleicht, wenn ihr das Game auch habt und gerne mitspielen wollt, wenn ich dann online zocke. Gebe ich euch aber noch alles Bescheid. Die Parts werden so ungefähr 30 Minuten lang sein, mehrmals die Woche. Ich glaube, das passt ganz gut. Und ja, ich würde sagen, drücken wir mal einfach mal X, um fortzufahren. Oder? Wollte ich noch was sagen? Nee, ich glaube nicht. Egal, wenn dann,
sage ich euch noch mittendrin im Video. So, Spielstand beladen, warum auch immer das da am Anfang immer steht. Wir akzeptieren die Nutzervereinbarung. Das Spiel ist von EA in Zusammenarbeit mit Ghost Games, die das Ganze entwickelt haben. Natürlich mit der Frostbite Engine. Alle in diesem Videospiel dargestellten Ereignisse dienen lediglich zu Unterhaltungswerten. In der Realität gilt natürlich vorsichtig fahren, nicht schnell fahren und anschnallen. Also das steht da ungefähr. Schwierigkeitsgrad. Wähle bitte den Schwierigkeitsgrad für dein Spiel. Denk daran, dass du den Schwierigkeitsgrad jederzeit in der Spieleinstellung ändern kannst. Wir spielen natürlich auf leicht diesmal nicht. Leicht, das können wir vergessen. Mittel genauso. Wir nehmen natürlich das Schwerste, weil wir wollen eine richtige Herausforderung. Und zwar kommt das schwer halt ganz gut. Ja, ich muss es dazu sagen. Ich wollte es schon mit meiner alten PlayStation noch Let's Play. Von daher habe ich die erste Mission gemacht. Von daher, das weiß ich. Aber ich habe mir auch schon ein Let's Play angeguckt. Allerdings, den Outlaws Wash habe ich noch nie gesehen. Das sage ich auch schon mal. Also, aber ich habe auch schon einiges vergessen, weil es ist halt schon ein halbes Jahr draußen, von daher. Ab geht's. Aber jetzt kommen erstmal noch ein paar News. Und zwar, was ist neu? Sorry, muss ich kurz nochmal husten. So, husten. So. Ich hoffe, das bleibt jetzt mal weg. Was ist neu? Titanium Trails. Castro lädt dich zu drei neuen Time Trails im Fortune Valley ein. Tritt in Silver Canyon an, beweise dich in Liberty Desert. Und rase durch Mount Providence. Oder doch Providence. Um allen zu zeigen, wer der beste Fahrer ist. Das ist natürlich im Zusammenhang von Castrol entstanden. Die euch hoffentlich ein Begriff sein werden. Beziehungsweise hoffentlich ein Begriff ist. Ja, freut mich natürlich, dass die Castrol jetzt sozusagen mit ans Boot ziehen. Mit ins Boot geholt haben. Halt einfach, weil Ghost Games damit ja nochmal ein bisschen mehr Geld bekommt und dadurch nochmal besser arbeiten kann und so. Freut mich, weil ich das Spiel echt feier und ich freue mich da wirklich auf mehr. Also außerdem neu, genau, die offene Köderkiste in Verfolgungsjagden. In den Köderkisten Verfolgungsjagden bist du jetzt nicht mehr auf eine bestimmte Route festgelegt. Finde deinen Weg, finde deinen eigenen Weg und genieße den Nervenkitzel der Jagd. Köderkisten sind halt diese Kisten, die irgendwann einfach mal aufploppen da. Davon gibt es auch übrigens jetzt mehr als vorher. Ja, die kannst du irgendwo auf der Map finden, dann kannst du Verfolgungsjagden machen und dadurch kriegst du halt Cash. So, vorher musstest du Checkpoints abfahren, um zum Ziel fahren. Jetzt kannst du einfach komplett durch die komplette Map ballern, durch die ganze Walachei und sowas, bis unten in die City rein und dann wieder oben ins Outback, nenne ich jetzt mal. Und dann erst zum Checkpoint. Also da kannst du dir frei auswählen, wie du dahin fährst. So, dann die Super Setup Wagen. Ich nenne es Super Builds. Leute, gewöhnt euch daran. Schaff in deiner Garage Platz für einige Neuzugänge. Der Pontiac Firebird, Trans Am und der Aston Martin DB5 sind jetzt mit Super Builds verfügbar. Mach einen Abstecher in den Storm, die Klassiker selbst zu fahren. Das sind die beiden kostenpflichtigen Autos, die jetzt neu dazugekommen sind, wie schon am Anfang gesagt. Super Builds sind folgende. Und zwar die beiden Autos, die jetzt hinzugekommen sind. Ebenso die beiden Speedcross-Autos, soweit ich mich erinnere, und die Wracks. Die Wracks werde ich noch im Laufe der Story drauf zukommen, beziehungsweise die werden den Hauptteil der Story wahrscheinlich auch noch bilden, weil wir die halt sammeln währenddessen. Kann man als Superbills bauen. Das sind halt sozusagen nochmal Extremvarianten der jeweiligen Klasse. Ja, auf die Klassen komme ich gleich auch noch zu sprechen. Da werdet ihr aber schnell durchblicken. Da mache ich mir überhaupt keinen Gedanken. Von daher, ja, da bin ich mir noch überlegen, ob ich mir die holen werde. Ebenso das Speedcross-Update. Und ja, im Laufe des Let's Plays werden sich einige Fragen auf jeden Fall klären und wenn nicht, stellt sie ab unten in die Kommentare. Da werde ich aktiv sein und werde euch natürlich auch darauf antworten. Und wenn ihr schon mal da unten so in der Region seid, dann könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal ein Like da lassen und den Abo-Knopf drücken, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und natürlich die Glocke aktivieren, weil irgendwie hat YouTube da jetzt was anders gemacht oder so und die wird jetzt irgendwie wichtiger oder sowas, keine Ahnung. Weil YouTube ja auch selbst gesagt hat, ja, es stimmt, manche werden nicht benachrichtigt und so, aber irgendwas haben sie gesagt, dass sie ändern wollen oder so. Von daher aktiviert einfach mal die Glocke, um kein Video, Livestream etc. zu verpassen von uns. Und ja, die letzte News. Was ist neu? Alldorf und ich hab's weggeklickt. Ich bin ein Held. Ja, da stand einfach nur Alldorf Aktivitäten. Halt, dass jetzt auch endlich mal in Alldorf Aktivitäten wie halt eben Driftzonen und so reingekommen sind. Speedtraps. Vorher war halt nur einfach online Rumfahrt. Jetzt hast du wenigstens schon mal Driftzonen und so, was vorher nicht der Fall war. Und, ja, Alldorf baut sich ja langsam auf.
Einfach aufgrund dessen, dass im 2015er sehr viel schlecht geredet wurde und da rede ich gleich drüber, denn jetzt geht's ab und ich bin ruhig, meine Damen und Herren. Ich hab schon gewonnen. Ihr wisst es bloß noch nicht. Tyler Morgan. Wer als erster am Airfield ist, von Straßen war nie die Rede. So, einen kurzen Moment, und zwar Untertitel einmal an. Und die Audio Polizeifunk auf Hauptlautsprecher, also auf dem TV. So. Und weiter geht's, liebe Leute. So, Werkstatt, da warte ich dann auf euch. Ich dachte, wir fahren dieses Rennen nur zum Spaß. Und wir haben doch Spaß. Der letzte Best Raps Autos. Da hört der Spaß auf. Wow, ich habe gleich seit dem Benito-Job nicht mehr so begeistert erlebt. Oder? Über den größten Job aller Zeiten, aber klar doch. Dann leg ich mal einen Zanz. Sean McAllister oder auch Mac. Nach links, nach links, nach links, genau. Das finde ich toll, ne? Ab geht's. Jessica Miller. Du wärst vielleicht sogar in Führung, wenn du nicht so ein Poser wärst. Da hat sie nicht unrecht. Mac? Du hast es vollbracht, Jess. Mac zum Schweigen gebracht. Sie schüttelt den Kopf vor Empörung. Denkst du immer noch, du gewinnst, Tal? Ich gewinne. Lustig. Muss man dafür nicht führen? Doch. Ich liebe die Sprüche, Leute. Ich liebe sie einfach. Nicht schlecht, Mann. Glaub nicht, dass das nochmal so läuft. Ich bin euch immer einen Schritt voraus. Lina Navarro. Okay, Morgan. Du fährst die Beute. Und sieh zu, dass du es nicht versaust. Hab ich nicht gesagt? Lina Navarro ist der beste Fixer in Silver Rock. Yeah. Der Klang gefällt mir, Rev. Rev Chowdhury. Ist das alles dein Werk? Mit genügend Zeit und Hingabe verwandelt ein Künstler jede Schrottkarre in ein Supercar. Mhm. Okay, Leute. Ihr wisst, was jetzt kommt. Party? Trainieren, Mann. Los geht's. Ich mag Mac. Ups, ein bisschen zu quer gestellt. Mist, 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 Mist. Weißt du, was ich damit mache? Ich hole den 65er Mustang mit Stance in die Staaten.
So, dann erfahren wir schon ein bisschen über die Leute. Na schön, ich besorge mir den perfekten Wagen, tune ihn bis zum Anschlag und fahre das ultimative. Das klingt doch mal nach dem Plan. Was ist mit dir, Lina? Ich verschwinde auf diesem Rektor. Wo willst du hin? Nach oben. Was? Silver Rock ist doch super. Du kommst nicht auf The Barry. Tyler und ich schon. Ach komm, aus uns ist doch was geworden. Klar, vor allem auf dir. Mach schon, Tyler. Da muss mehr kommen. Entspann dich. Ja, schlimmer. Sonst wärst du nicht mit an Bord. Du wirst ein Hypercar voller illegaler Prototypen klauen. Also sag mir nicht, ich soll mich entspannen. Was? Die Checkpoint verpasst. Wie setze ich mich zurück? Ich weiß es nicht. Hä? Kann ich mich irgendwie zurücksetzen? Wie? Aufstehen, nächste Songs, Schnappschuss-Spruch, Kamera umschalten, Lenkung, Motor aus, bereit, Schnappschuss, Bremse, Aktion, Menü. Muss ich da jetzt wirklich zurückfahren? Na toll. Aber was eine Scheiße das auch war. Ey, direkt mal schon den ersten Feld. Oh, komm auf den Quark, Mustang. Ja, komm, piss dich. Ja, Offroad mit dem Wagen aus der Racer-Klasse, der lässt sich überhaupt nicht gut hier fahren. Ich meine natürlich, der lässt sich super fahren, sieht man vielleicht auch. Tag, Mac. Wow, 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 schief geschwommen. Nicht schlecht, Mann. Wenn du den Sprung beim Job hinkriegst, ist alles in Butter. Hoffen wir es. Unser Kind wird schon. Ich bin so stolz. Ja, Mac kreist übrigens die letzten Sprüche, finde ich. Mac ist mein Lieblingscharakter, unter anderem. Zumindest eigentlich so wirklich mein Lieblingscharakter, weil der halt einfach die besten Sprüche reißt. Ja, ist ja okay. Komm, Mustang, zieh! Den Offroad Chevy werden wir dich hier noch bekommen, oder nicht? Ich meine, der ist Offroad aufgelegt und nicht als Rennwagen. Macht euch keine Sorgen, Leute. Wir sind die beste Crew, die diese Stadt je gesehen hat. Also, Rev, da muss aber noch mal ran hier, ne? Wir schaffen das, Leute. Uiuiui, da muss Rev aber wirklich noch mal ran. Ein bisschen am Motor schrauben hier. Ja, das war die kleine Einleitung zu Need for Speed Payback Billionaires Row Silverwalk, 19 Uhr. Jess? Ich warte außerhalb der Strecke. Mac? Der Mac Attack ist einsatzbereit. Du nennst deinen Truck Mac Attack? Er nennt sich selbst so. Ram, bring mir einfach den Wagen, dann erledige ich den Rest. Zeit und Reise zu machen, Tyler. Ich hab das Ziel im Blick. Der Gambler ist hier. Ja, sexy. Ein perfekter Tag, um Rennen zu fahren. Marcus Weir. Oder auch der Gambler. Die Quote für deinen Sieg ist 4-1, mein Junge, aber ich weiß, dieser Prototyp kriegt das hin, vorausgesetzt. Du kommst mit ihm klar. Seine Elektromotoren und der Twin Turbo V8 liefern dir insgesamt 1500 PS. Ja, ich weiß. Gut gemacht. Du hast dich informiert. Hör zu. Ein zweiter Platz bringt mir kein Geld. Klar? Ich habe ein gutes Gefühl.
Vermassel es nicht, Hotshot. Hat er Verdacht geschöpft? Nein, hat er nicht. Ja, und der Text, der passt nicht immer ganz 1:1, aber egal. Ich habe ihn trotzdem angemacht. Regera, warte, schöner Sound. Könnte noch ein bisschen brachialer sein. Und ab geht's. Von hier Lambo. Links eine 18 sieht so aus. Aston Martin. Ja klar, könnt auch in den Formel 1 Videos nachschauen, dass ich der beste Racer der Stadt bin. Ich weiß nicht, soll ich so fahren? Oder so? Mac, ich bin fast am Treffpunkt. Ich hoffe, du bist in Position. Ja, so gut wie. So gut wie? Mac? Halt einfach drauf und gib Gas. Vertrau mir. Oh, doch lieber so. Ich glaube, ich mach doch lieber so. Mac, ich bin fast da. Ja, Zeit zu springen, Mac, wo bist du? Mac. Abschuss, geht doch. I believe I can fly. Ha. Sprung mit einem 2 Millionen Dollar Hypercar. Darf ich nochmal erwähnen, wie sehr ich dich hasse? Was du da fährst, ist bares Geld morgen. Boah. Wir suchen nach einem Ich hab Gott. Okay. Ja, ich hab grad 2 Millionen gegen die Wand gesetzt. Oh, Cops. Oh, ich bin auf Schwerpunkt. Okay. Okay, abgebremst, warten bis die Cops kommen und jetzt wieder Gas geben. Okay, alles klar. Und noch einer. Danke, Jess. Und ja, jetzt erkläre ich euch mal kurz die Klassen. Und zwar Tyler, bei dem wir gerade unterwegs waren, ist halt unser Racer. Und okay. Mac-Fahrer war es, glaube ich. Mac ist unser Offroad- und Drift-Spezialist. Und Jazz ist halt mit den Cops ganz gut, nenne ich es mal. Nee, der ist Standard, der ist serienmäßig. Der wurde nicht irgendwie verstärkt. Und natürlich die schönen Kameras. Boah, weg mit dir. Ey, ich muss da lang. Ich muss so schnell wie es geht verschwinden. Ich hab ne Idee. Tyler, Jess, komm zu mir. Ich bin unterwegs. Wir sehen uns da. So, und zwar wurde der hier nämlich verstärkt mit dem, mit Jess-Wagen der Runner-Klasse. Kann man die Cops nämlich einfacher wegschubsen. Gehen die leichter K.O. Wo ist die Absperrung? Link. So, Rhino, der ja im letzten Teil nicht mehr drin war. Oh, okay. Ah, Mac steht da schon wieder. Finde ich gut. Und weiter geht's mit Tyler im Regera anscheinend. Jawohl, so sieht's aus. So. Oh, shit. Ja, weiß ich doch, meine Crew ist immer die richtige Wahl. 20 Jahre alt, Mutter Sylvia, morgen Vater leider unbekannt, keine Geschwister, 6 Monate Jugendhaft wegen Verkehrsdelikten. Ich bin der beste Racer der Stadt in einem der schnellsten Autos der Welt. Du kriegst mich nicht. Da wär ich. Nein! Boah. Ja, nur mal so zur Info, Leute, das Tankling ist ein bisschen eigenständig, aber nach ein bisschen Übung werde ich da schon reinkommen. Was zur Hölle? Was ist los? Was hast du getan? Was? Hat Rev nicht erzählt, was der Wagen kann? Meine Käufer zahlen ein Vermögen dafür.
Damit kommst du niemals durch, Navarro! Die Cops sind unterwegs. Das Haus lässt schön grüßen. Du kleine, dreckige... Hey, was ist passiert? Ne? Navarro. Mac, kümmere dich um ihn. Ich lock die Cops weg. Aber... Los! So, oh, wunderschöner Wagen, der Nissan Skyline. Wunderschön, wo du dich lang hier lang. Hi, was machst du da? Ich locke die Cops weg. Ich liebe den Skyline, ja, bin ich ehrlich. Das ist meine Schuld. Bring Mac und Rev in Sicherheit. So. Ich höre den Zeitpunkt ab und hab Rev GPS-Tracker. Lass mich dir wenigstens helfen. Fahr Richtung Kanal, aber beeil dich. Sorry, weiter geht's. Cool. Also die nächsten Cops. Ja, mit der Karre wird es nicht ganz so einfach wie mit dem M5. So, hier rechts. Okay. Oh toll, am Baum hängen geblieben. Und jetzt richtig nochmal. Ja, Moment, Jess. Wieso weiß der Kopf schon vorher, wo ich lang will? Ah, lass mein Auto in Ruhe, das ist jetzt komplett verkratzt. Mann. So. Wo bist du, Mann? Ist doch egal. Geht's Rev gut? Ich weiß nicht genau, Teil. Er schafft es. Ja, keine Frage. Er muss es schaffen. So, hier auch nochmal selber einen Parkplatz. Runterspringen. Ah, guck mal, das war doch schon der nächste. Und hier sind auch wieder die ganzen. Oh, wow. Auto. Lina Navarro. Sie hat uns verarscht und bringt es dem Haus. Ach so. Du bist nutzlos. Viel Spaß im Knast. Obwohl... Willst du Rache? Ich auch. Ja, das wird was. Du bist das Ass, aber ich spiele die Karten aus. Was meinst du damit? Hörst du, die Cops kommen. Du gehst in den Knast, oder? Arbeit ist für mich und wenn es dann soweit ist, kriegst du, was du willst. Ist doch fair. Hab ich eine Wahl? Man hat immer eine Wahl. Steig ein. Ja, eine sehr schöne Wahl. 6 Monate später. Was denkst du dann? Wie viel er kostet? Wie schnell er beschleunigt? Ich sag dir, was ich denke. Ja, dann hör mal raus. Potenzial, die Grenzen des Machbaren, den kurzen Moment, in dem alles auf dem Spiel steht. Ich sehe mich, wie ich gewinne. Morgen! Der Boss hätte jetzt gern sein Auto. Ja. Ja, ich bin gleich da. Zeit für etwas Spaß. Der Boss trifft sich heute mit irgendeinem hohen Tier vom Haus. Es übernimmt die Stadt Lock und Lock, dafür, dass sein Auto nach dem Meeting bereitsteht. Machst du Witze? Ich habe vor, ein paar Speedtrap-Zeiten zu posten. Wie oft kriege ich schon die Chance, mit BSDB 11 eine Runde zu drehen? Was hat der Boss jetzt davon, dass er Racer einstellt? Das ist Vergangenheit. Der Deal lautet, keine Rennen mehr oder mein Arm landet im Knast. Ah, echt schade.
Mann. Man muss sich nicht mal mehr reinhängen. Und wo liegt der Sinn, wenn der Sieger schon vorher feststeht? Im Geld, Bro. Die zahlen wirklich gut. Geld regiert die Welt, ne? Bro, was machst du denn? Willst du gefeuert werden? Kann schon sein. Sorry. Speedrun-Aktivität. Fahre durch die Checkpoints und erziele dabei die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit. Fortune Valley hält jede Menge unterschiedlicher Aktivitäten für dich bereit. Mal sehen, wie schnell dieses Baby ist. Mann, was für ein Gefühl! Oh, leck doch! Schade, ich wäre schon noch ein paar Rennen gefahren. Ja, ja, ich weiß auch, wo Kamerawechsel ist. Speedtrap. Fahre mit Höchstgeschwindigkeit durch eine Speedtrap, um deinen Rekord aufzustellen und Sterne zu erhalten. Sammle weitere Sterne, um gewaltige Belohnungen freizuschalten. Und 173. Naja, geht schneller. Tyler, wo ist mein Wagen? Keine Sorge, wir. Den hier schon. Ja, Moment. Behandelst du so deine Freunde, Tyler? Ja, kein Wunder, dass dein Zug weg ist. Wow. Du verdrehst das alles. Ich wette, sie können es kaum erwarten, von dir zu hören. Dein perfekter Coup ist schiefgelaufen und deine Crew wurde zur meistgesuchten kleinen Gang in Fortune Valley. Miller musste Kleinkriminelle rumkutschieren, um durchzukommen, und das heißt, McAllister würde sogar für das Haus fahren. Und euer Mechaniker? Armer alter Ralph. Denkst du, sie werden nie wieder mit dir reden? Das stimmt schon. Eine gute Frage, ob die hier wieder mit uns reden werden, denn wir haben schon Scheiße gebaut. Ich bin im Moment dein einziger Freund. Du wirst deine Rache an Navarro kriegen und ich werde mein Auto zurückbekommen. Aber du musst Geduld haben, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ich betrachte das als ja und jetzt komm her, bevor ich dich feuere. Naja, ich möchte ja nichts sagen, aber so wirklich als Freund behandeln sie mich ja jetzt nicht, ne? Aber Autogeschmack hat sie. Hat die Fahrt Spaß gemacht? Hör zu, die Zeit ist noch nicht reif. Ich sage, wann das Spiel beginnt. 6 Monate. Steig aus. Wenn ich auch nur einen Kratzer finde, dann fährst du nur noch den Müllwagen. Selbst dem würden sie mir nicht mehr zutrauen. Und ja, ich weiß, die Folge geht schon über 30 Minuten. Bei 30 Minuten habe ich den Timer schon ausgemacht. Okay, Ty. Ab nach Hause. Ah, ich muss nur schnell nach Hause, dann komme ich aus diesen albernen Klamotten raus. Tyler. Hey, schlechte Neuigkeiten, Bro. Der Boss küsst dir den Lohn. Er hat an dem F-Teil von gestern einen Kratzer entdeckt. Was? Ich hab den nicht verbeult. Hey, ich mach die Regeln nicht. Hör zu, Mann, du musst mir helfen. Ich bin mit der Miete im Rückstand. Hey, hey, glaubst du, ich schwimme in Geld? Hab ich vielleicht ein Porsche-Logo am Arsch? Das ist deines, Bro. Tut mir leid. Du hattest doch da mal so eine Nummer, oder nicht? Ich bin eure Hüterin und ihr hört die Stimme der Straße, live aus der Wildnis von Fortune Valley.
Die Straßen rufen nach euch. Sie sind gerade voller erschöpfter Männer. Alter. Aber ihr steckt nicht in der Tretmühle, oder? Ihr seid Racer. Wer von euch kann diese Stadt zähmen? Wer von euch ist dem Rausch gewachsen? Hast du das Zeug dazu? Im Rausch der Geschwindigkeit. Der Stoppschuss. Die 375, ich hab doch noch gar keinen gemacht. Der Besten können ihn fahren. Nur der Beste wird ihn gewinnen. Bist du es? Der Outlaws Rush? Ja, schon klar. So geht das nicht weiter. Statt mir Navarro vorzuknöpfen, verschwende ich meine Zeit mit dem Gambler. Ty hier, wegen dieser Straßenrennen. Gib mir die Nummer. Ah. Also, ich habe gehört, ein Möchtegern-Racer will für das Haus fahren? Richtig. Sag mir einfach wann und wo. Wow, wow, nicht so schnell. Denkst du, das Haus heuert jeden an? Du musst dich erst beweisen. Zeig mir bei ein paar Rennen in der Stadt, was du kannst. Dann kriegst du deine Chance. Ja, Leute. Und ich würde sagen, Folge war jetzt lang genug. Ja. Das war's jetzt erstmal für die erste Folge, für die Pilotfolge von Need for Speed Payback. Ja, ich glaube, die ging jetzt an die 45 Minuten. Die nächste Folge folgt in Kürze. Da beginnen wir dann mit den ersten Rennen in ja, unserer leicht schon gealteten Karre, die aber trotzdem sehr schick ist. Was war denn das nochmal? Fair Lady, ne? Oder? Fair Lady? Ja, Fair Lady. Wusste ich doch. Ja. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin jetzt euer Marvin. Haut rein, Leute. Und ciao, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bei Need for Speed. Payback. Payback.